Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück hier im Düsterwald bei Octopath Traveler. Ja, der kleine Junge, dessen Name ich vergessen habe, den müssen wir suchen. Aber natürlich, Kisten müssen wir auch mitnehmen. Das ist leider unsere heilige Pflicht, das Kisten mitnehmen. Wo sind wir eigentlich? Ach, wir sind da hinten. Okay, sehr schön. Gut. Oh nein, nicht schon wieder dieses blöde Gestrüpp, wo wir keine Schwäche haben dafür. Wobei, ja, jetzt, ich bin ja jetzt hier... Komm, wir machen Angriffe. Einmal hier kurz ein bisschen die Dinger sprechen. So. Ich muss ein bisschen Fertigkeitenpunkte sparen. Außer bei Ophelia, die ist dazu da zum Zaubern. So, du sollst vielleicht auch Fertigkeitenpunkte sparen. Das zum Beispiel. So. Du, genau. Sehr schön. Du machst jetzt Feuersturm. Und eigentlich müsste ich jetzt gleich boosten. Ich warte auf die nächste Runde. Muss ich nicht jetzt boosten. Ja, genau. Und ich wusste, dass der komische Strauch da auch anfällig ist. Ja, es ist nur schade, dass ich jetzt keinen habe, sonst der hier, ich meine, ich könnte. Ich möchte das jetzt ein bisschen effizienter machen. Also bitte einmal hier Feuerseelen. Ich habe da nur einen Feuerseelenstein. Okay, na, dann machen wir das nicht. Das ist sehr blöd, aber egal. So, haben wir da, ja, auf das Ding, Schlitzi. Schlitzi auf das Ding. So, und jetzt geht's los. Einmal hier, also du musst jetzt schießen. So. Sogar ein Bonusschlag, das ist ja schön. Aber es ist wurscht, wollte ich jetzt sagen. Ist egal, weil mit dem epischen Feuerstimmen sind sie sowieso ja, alle nicht. Ach, Ophelia macht so schön den Feuersturm. So. Gut. Aber Ophelia braucht natürlich auch sehr viel Dinger dann. So, die Kiste da hinten kann ich wieder nicht mitnehmen. Was ist da? Ist da was versteckt? Nee, schade. Ja, die Kiste da hinten kann ich wieder nicht mitnehmen, weil ich keinen Dieb mit habe. Ja, du tust dein Bestes, das freut mich sehr. Ja, komm, mach mal. Ja, und jetzt müssten die Vögel da hinten auch irgendwie... Hab ich? Ja doch, ich müsste die eigentlich alle haben. So, das sind die Waffen zum Angriff. Hört auf bitte mit den Angriffen, das mag ich nicht. Versteht ihr vielleicht nicht ganz, aber das mag ich wirklich nicht. So. Bring it on! Warum habe ich da jetzt einen Doppelangriff gemacht? Weiß man nicht genau. Na egal. Achso, weil das Hamid war. Okay, alles gut. So. Sehr schön, jetzt sind die alle gebrochen. Dann einmal kurz Passatsturm. Müssen wir boostern. So. Also, die sind nicht alle gebrochen. Die beiden da vorne sind natürlich noch nicht gebrochen. Aber das kommt jetzt dran. Ich hätte eine BPG. Kann Tresse das? Ja, BP. Das hätte Tresse gekonnt. Ich bin zu Idiot. Naja. Egal. So. Mal den angeschlitzt. Jetzt hier Mega Boost Feuersturm. Oh, schade, die beiden Kräuter, die da vorne sind, noch. Yeah. Ja, gut, dann muss ich da draufballern. Okay. Und hier draufballern. Und zum Glück haben die nicht so viel ausgehalten, die Kräuter. Ja, sind Kräuter. So. Das ist auch noch. Weil ich die wieder verpasst. Moment, warte kurz. Da ist auch noch eine. Boah, überall sind die Kisten versteckt. Ein Bund Heiltrauben, ja, die, das wäre schon schön gewesen. Also, wie gesagt, die Violette brauche ich gar nicht zurücklaufen, weil das bringt nichts. So, das ist schön, wenn du hier jetzt ghost. Das ist jetzt blöd. Na toll. Moment, die Axt nehmen wir in dem Fall. Vielleicht ein Doppelschlag, wäre cool. Ja, wunderbar. Also ich merke gerade, was ich jetzt gerade wieder vorhabe, eigentlich ganz blöd. Weißt du was, ich mache nur einen normalen Feuerding. So, dann sind die nämlich alle gebrochen. Und dann machen wir einmal da den da. Schauen wir mal, ob das was wird. Wie ich mir das jetzt vorstelle und einmal dahin. Ja, sieht gut aus. Okay. So, dann machst du hier Axtgeplänkel auf dem Baum. Ja, ihr merkt wahrscheinlich schon, was ich vorhabe. So, du machst Axtgeplänkel auf das Ding. So, und hier jetzt wieder geboosteten Feuersturm auf alle. Dann müssten die eigentlich weg sein. Ach, ich finde es schön, dass wir Ophelia mit haben. Ist vielleicht ein bisschen imbar, dem Gegner gegenüber, aber naja. Wobei Elfin jetzt auch schon 29 ist.
Eigentlich ist ja, sind die ja alle sehr stark, bis auf Hanif, die ist halt mit 23 echt low. Aber die lernt ja noch mit. So, wie gesagt, die violette Kiste können wir liegen lassen. So, was haben wir da? Eine Rotunde. Ach, da oben. Ach, das war... Ah, das, ah, da haben wir gestartet. Okay. Das ist jetzt immer einmal rundherum gelaufen. Schön, wir haben den Feind in einem Moment der Unachtsamkeit erwischt. Das freut mich sehr. Ich werde versuchen, jetzt einfach den mal... Da machen wir ein bisschen Erfahrungspunkte schonender vielleicht. Macht das Sinn? Nee. Mach keinen. Nee, mach keinen. Oh Gott, doch. Ich mache jetzt einen Feuerball. Komm. So. Dann müssen wir diese Eule noch kurz schwächen. So, wunderbar. Ja, dann einmal den da. So, dann machst du hier... Oder nee, ja doch, die Eule. Und hier natürlich, ja, den Feuersturm. Komm, das muss leider sein. Was, die haben das ausgehalten? Was ist denn da los? Das war ungeplant. Das war schon ungeplant, das aushält, das war ungeplant. Aber gut, wir haben ja auch den Angreifer, so, sehr schön. So, oh, wir waren sogar unversehrt, das habe ich gar nicht mitbekommen. So, 5000 Jol. Ja, ich bekomme immer so viel Jol, dass ich sollte eigentlich... Ach, da, ah, da unten ist der, der, ich sehe schon, okay, sehr cool. So, das bedeutet wohl oder übel, dass wir uns jetzt heilen sollten. Mit einem Medium anregenden Pflaume. Das tut so bitter weh. Ja, komm. Und Heiltraum haben wir ja genug. Ja, okay. So, jetzt hoffe ich nur, dass kein Kampf mehr kommt bis da unten. Habe ich jetzt eine Kiste verpasst? Ja, ich habe eine Kiste verpasst. Ich bin so ein Idiot. Egal, komm. Hm, wo ist der Hund nur hin? Und wie tief bin ich schon hier drin? Nee. Ich muss die Brosche finden. Emil! Ach, der ist mit uns mitgelaufen, oh mein Gott. Wieso? Ach nee, der ist vorgelaufen. Daryl? Es tut mir leid, ich habe sie noch nicht gefunden. Bitte gib mir nur noch etwas mehr. Wovon redest du da? Wir müssen hier raus. Aber der Hund. Are you serious? Vergiss den blöden Hund. Aber... Ja, okay, toll. Hast du das gehört? Emil! Lauf, Emil! Ja, komm, das ist doch nur so ein... Das ist doch nur so ein Wort. Daryl! Das ist nur so ein Monsterli. Wir sind ja schon da. Hierher! Oh! Oh, Schwester Ophelia! Such a relief! Den Himmel sei Dank, ich bin rechtzeitig eingetroffen. Und jetzt hinter mich, alle beide! Jawohl. You mustn't push yourself. Keine Sorge, es ist alles gut. Ihr zwei wart sehr mutig. Und wenn du uns jetzt entschuldigen würdest, wir müssen los. Nein. Ja, natürlich. Oh, der sieht... Wow, der sieht... Was? Wie heißt der? Vidnir. Ich habe Angst. Aber ich glaube, er hat Angst vor Feuer, oder? Nein, keine Angst vor Feuer. Was ist denn da los? Angst vor... Pfeile. Nicht mal Pfeile. Äxte? Äxte auch nicht. Sag mal, du willst mich doch verarschen. Keine Äxte, keine Pfeile. Eis vielleicht? Okay, Eis. Warum? Keine Pfeile, keine Äxte. So, ich rufe mal die Flussfliege. Ja, natürlich hier das Schwert. Okay, das ich nicht habe. Keine Pfeile, keine Äxte, aber Eiszapfen. Ich könnte mich selbst vielleicht ein bisschen buffen. Autsch. Und vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ich, vielleicht Passatsturm. Ich probiere es mal.
Nee. Also das ist echt komisch. Wahrscheinlich Stäbe noch. Ich ruf mal den Verbündeten. Der hat zwar nur Pfeile, aber ist egal. Blendner-Pfeile ist auch nicht schlecht, glaube ich. Blitz vielleicht auch noch, oder? Blitz wäre wahrscheinlich sinnvoll. Aber keine Axt und nix. Vergifte einen Gegner 2 Runden lang. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Wobei in dem Spiel, glaube ich, funktioniert das schon. Ich mache das jetzt maximum, nur wie so lang vergiftet. 8 Runden, ja schön. Funktioniert ja doch ganz gut. Sondern wir sollten ihn jetzt eigentlich, komm, ich werde ihn jetzt trotzdem mal ganz kurz mit einem Schneesturm ins Land der aufgehenden Sonne bringen. So, Land der aufgehenden Sonne, hä? Was redet der Bub? So, schön ein Giftpfeil auch noch, ja. Ich will den gerne fangen. Ah, unzähmbar, schade. So, dann holen wir uns hier mal. Dann ist aber wahrscheinlich, ja, Flussfliege. Toll, habe ich jetzt echt nur die Flussfliegen? Ich probiere mal eine, ja, 1120 Schaden immerhin. Wind war ja auch nix, ne? Hat nix gebracht. Lanze vielleicht. Ja, Lanze ist auch nicht. Okay, sehr schön. Ah, und der bekommt Giftschaden, wunderbar. Jägerfertigkeiten. Ja, komm, dann machen wir Donner. Vielleicht jetzt noch. Einfach nur, damit wir schauen. Ja, Donner ist auch. Okay, super. So. Ja gut, dann kannst du ja hier mit normalen Angriff draufballern. So, und hier kommt jetzt die Master-Antwort. Nämlich der Blitzeinschlag auf Maximum geboostet. Wow, 1363. Das ist schon gut. So, oh, jetzt ist er geblendet auch noch. Ich mag den Dorfbewohner, ich hole den gleich wieder. Ja, wahrscheinlich ist es dann noch Licht, oder? Könnte ich mir vorstellen. Müssen wir irgendwann heilen? Ja, komm, ich mach mal. Ich könnte natürlich jetzt vergiften. Nee, haben wir ja. Negative Start. Ich mach mal erste Hilfe auf Tressa. That'll do her. So. Jetzt wacht er nämlich wieder auf. Oh, okay. Er boostet sich und er schärft seine Klauen. Das ist jetzt eher ungut, glaube ich. My turn now. Gut, er ist aber zumindest... Ja, er hat so viele negative Statuseffekte. Er tut mir fast ein bisschen leid, muss ich sagen. So, Tressa, schlitz mal drauf. Okay. What next? Hanid, du machst Jägerwissen. Du könntest den Donnervogel machen. Am besten rufen wir dann nachher. Aber erstmal den Donnervogel. Schweren Blitzschaden. Zielen, was ist Ziel? Kritische Chance, genau. Alle Verbündete werden 2 Runden lang erhöht, weißt du was? Das machen wir dann nachher, sobald der wieder geschwächt ist. Ja. Damit wir ein bisschen unsere Stärken ausspielen. So, Apotheker. Du kannst den Eiszapfen draufhauen. So, Ophelia, du machst hier, weißt du schon, hier deinen Blitzeinschlag. Ja, wunderbar. Der tut mir fast ein bisschen leid. Was ist denn da los, der Arme? So, und jetzt ist jetzt das Problem, die soll eigentlich... Also, warte mal. 4 Runden lang erhöhen, reicht. Ich mach mal 4 Runden. Ja, ich will das jetzt noch nicht machen. Donnervogel, komm. Ja, einmal draufschlitzen, hätte ich gesagt, wär das Gute, was du machen musst. Ja, jetzt ist natürlich Hanid irgendwann dran. Aber guck mal, sie kommt dann nochmal dran. Ja, komm, dann machst du jetzt einen normalen Blitzeinschlag. Nachher den Mega-Crit-Blitzeinschlag. Weil man sieht es oben an der Leiste, wie die nächste Runde aussieht. Dann machst du nämlich das Gleiche. Weil du kommst auch nochmal dran. Ja, sieht gut aus. Pfeilhagel bringt nichts. Dann hier einmal Eiszapfen. Cool off. Tja, weil was ich nämlich jetzt wollte... Genau, nämlich hier machen wir jetzt Pfeil zielen für 2 Runden. Für alle. So, genau. Jetzt ist Crit und so Zeug besser und jetzt können wir richtig draufballern. Nämlich hier mit... Nix. Angriff. So, wunderbar. Bring it on. Warum habe ich eigentlich... das ist jetzt die Frage, was jetzt hier gut oder schlecht ist. Ich glaube, wenn ich das Eis zapfe, ich bin mir nicht sicher. Ja, 740, da wäre wahrscheinlich die Waffen wahrscheinlich besser gewesen. So, und Blitzeinschlag. Ach, schön. So, oh, er ist wieder da. Okay, jetzt ist er 9. Und er ist wütend.
Wütend ist natürlich nicht gut, glaube ich. So. So, und jetzt ist die Hanit hat jetzt schon relativ viel. Ja, komm, dann machst du... Achso, du kannst... Ah, das ist ja blöd, du kannst ja gar nicht. Was machen wir denn da? Gnadenschlag. Weißt du was? Ich muss die Boostpunkte eh losbekommen, also einmal hier noch ein bisschen mehr Crit draufbringen. So. Du machst Eiszapfen. Er ist schon gelb, sehr schön. Easy. So, Ophelia, ruf mal den Dorfbewohner ran. Ja, der soll wieder ein bisschen was machen hier. Giftpfeil zum Beispiel, finde ich gut. Nachtgeheul, oh mein Gott, oh nein. Oh, okay, das ist jetzt, Moment, das ist jetzt ein bisschen blöd. Weil da muss ich jetzt, ja, sollte ich vielleicht heilen. Aber da hat ja der Elfin, glaube ich, ganz was Tolles, ne? So, jetzt, ich glaube, ich muss jetzt doch wieder ein bisschen eher Action machen, so. Bevor uns der jetzt noch wegnatzt. Oh, er schärft seine Klauen. Das ist sehr ungut, glaube ich. So, du kannst nämlich hier rehabilitieren. Machen wir mal auf die Hanit. Ja, weil die hat den ärgsten Rehabilitierungsbedarf. So, wunderbar. Ach, schade, die ist sogar... Okay, eigentlich haben alle Rehabilitierungsbedarf. Moment. So, wo sind wir denn da? Verwirrung? Nee, also Todesangst, finde ich, ist das Blödeste. Weil wir müssen ja ganz stark mit Boosts arbeiten. Da werde ich auf Ophelia werde ich das geben. Und ich sehe ja, der greift jetzt dann ganz viel an. Wahrscheinlich bringt das jetzt um. Oh, Moment. Ich habe Bedenken. Sollen wir vielleicht mal hier... War da nicht irgendwo was, was uns komplett wieder alle heilt? Also Bund voller Dinge war das, ne? Ich probiere das jetzt mal. Ein Bund Heiltrauben. So, go. Ja, oh gut, das war jetzt nicht so schlecht. Jetzt greift der wieder dreimal an. Autsch. Oh, Hanit ist tot. Das ist sehr schade. Es ist nämlich genau Hanit gestorben. Ich könnte... Wiederbeleben kann ich nicht, weil... Oh. Es ist gerade schon wieder echt ein bisschen... Weiß ich nicht. So, weißt du was? Wir werden schauen, dass wir den jetzt bald brechen, weil der nervt ein bisschen. So, ah, der Dorfbewohner ist wieder abgehauen, aber zumindest hat er schön Gift. Ja. So, Hanit müssen wir natürlich auf jeden Fall wiederbeleben. So, Tressa ist immer noch boost-unfähig. Ja, das finde ich auch sehr oh no. Weißt du was, du bekommst eine mittlere Heiltraube. So. Autsch. Ach, toll. Ja, komm, gib Tressa auch eine mittlere Heiltraube. Und irgendwer muss Ophelia noch, Nein! Jetzt ist Ophelia auch noch gestorben. Die hatte so viele Boostpunkte. Verflucht. Lass mich doch verarschen. So. Komm, eine mittlere Olive des Lebens für Ophelia. 2000, wunderbar. Ah, schön. Sie ist über ihr Maximum geheilt. Und auch eine anregende Medium-Pflaume für Ophelia. So. Jetzt werden wir schauen, dass wir diesen Typen, weil er nervt mich nämlich schon langsam, mit seinen scheiß Klauenschärfen von überhaupt. So. Ja, gut, machen wir mal einen Eiszapfen da dran. So. Jetzt kommt der schon wieder dran. Haben alle überlebt? Ja, wir haben alle überlebt. So, jetzt reicht's mir. Blitzeinschlag. So. Ja, das solltest du jetzt hoffentlich nicht überleben. Also das schon noch. Jetzt muss ich nämlich leider richtig draufballern. Vielleicht die Frage, das ja nicht. Nein, Angriff. Also viermal mit der Lanze. Ja, Elfin hat sehr viel. Und deshalb wirst du... Na gut, du musst eh... Hier, achso, Jägerfertigkeit hätte ich auch noch. Ich könnte natürlich jetzt voll mit Pfeilhagel draufballern, aber das bringt halt auch nicht so viel. Komm, Eiszapfen. So, Hanit, du bist eh schon hier eher so, weißt du was, ich rufe jetzt hier einmal, achso, Flussfliege ist ja nicht so stark, ne, wobei der Salamander müsste ja schon stark sein. So. Ah, sogar zwei Schlitze, das ist ja schön, das muss ich mir merken.
Ja, und leider muss Ophelia ihre Gelehrtenfähigkeiten nutzen und hier Blitzeinschlag machen. In der Hoffnung, dass er stirbt. Nein, er stirbt nicht. Und jetzt haben wir ein Problem. Wenn jetzt Tressa drankommt, die natürlich nichts mehr reißen kann. Ja, machen wir eine mittlere Heiltraube auf Elfin, weil der so schlecht ist gerade. Weil man sieht, der Wolf ist jetzt sehr sauer. Ja, jetzt kommen wir nämlich dreimal wieder dran. Ah, jetzt sind wir schon auf 11. Okay. Okay, und Hanit ist fast tot, aber ist okay, weil wir werden jetzt hier die Bestie rufen, nämlich die den Salamander nochmal, weil der macht zwei Schläge. So. Ah, und jetzt ist er blind auch, sehr schön. Irgendwer müsste... Ja, es darf dann Elfin machen, der darf heilen. So, wieder zwei Schläge drauf. Ich muss den unbedingt wegboostern. So, erste Hilfe, Stufe 3 auf Hanit. Ja, und Ophelia muss das leider auch machen, es hilft alles nichts. Mehr heilen. Also kann ich nur auf Stufe 1. So, und jetzt hat Ophelia wieder mal keine Fertigkeitenpunkte. Ja, doch, reicht. Ah, daneben, Otto. Oh, oh nein. Ah. Ich muss den unbedingt boosten. Boosten, ich meinte natürlich brechen. Aber er hält eh nicht mehr viel aus. Also lang ist der, lang lebt er nicht mehr. Er schärft immer seine Klauen, das mag ich gar nicht. Aber zum Glück hat er auch Gift. Ja, vielleicht stirbt er ja giftmäßig weg, gehen wir mal. Ah, verdammt. Ausgerechnet, ich muss Hanit... Moment kurz. Hanit von... Todesangst befreien. So, Hanit, guck mal hier. Mutkraut, nur für dich. So, weil... Ich versuch's jetzt, hier maximal geboosteten Salamander... Ja, gut. Schade. Aber vielleicht reicht's ja, wenn jetzt Ophelia ihr Bestes tut. Wenn ihn jetzt wegblitzt. Nein, der lebt immer noch, verdammt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Gut, Hanit ist tot. Ah, Hanit ist tot. So, ich habe hier wieder mal keine Ding mehr. Weißt du was? Ich bleib bei den. Ja, die mittleren Oliven des Lebens sind einfach viel zu teuer. Töte mir ja Hanit nicht gleich wieder. Böse Bestie. Ah, und jetzt stirbt sie. Super, das ist ja perfektes Timing. Jetzt ist sie vom Gift gestorben. Und Hanit bekommt nichts, die es am dringendsten nötig hätte. Naja, gut. So läuft das. Oh, ihr habt uns das Leben gerettet. Wow. Ihr habt es zum Brei geschlagen. Ja, ich bin auch gut, ne? Also gut, jetzt ist alles in Ordnung. Auf Nimmerwiedersehen, ihr unheimlichen Monster. Ja, ganz genau. Come on. Komm, Emmy, lass uns nach Hause gehen. But warte, wenn du mir noch etwas Zeit gibst. You idiot. Du meinst noch mehr Zeit, um dich umbringen zu lassen? Denkst du etwa, es war das einzige Monster in diesem Wald? Oh. Aber ich... Ja, ah, guck mal, da glänzt was. Sieh mal, ich wusste doch, dass ich es finden würde. Emil. Emil, du. Such a relief. Gut gemacht, Emil. Achso, das hat sie gesagt. Gut Thanks. Gemacht, Emil. Oh ja, danke. Now then. Ich wusste, dass du es schaffst. Jetzt lass uns von hier verschwinden, ja? Emil, ich glaube, dass Daryl dir etwas zu sagen hat. Huh? Ja, hat er das? Daryl? Yeah. Emil, ich hätte das alles nicht sagen sollen. Es tut mir leid. Entschuldige, dass ich so böse zu dir war. Daryl? Als meine Mama starb, fand ich das so ungerecht. Ich glaube, ich wollte, dass auch du den Schmerz fühlst. I'm sorry. Es tut mir leid, Emil. Es tut mir so furchtbar leid. Oh. Ach, schon gut. Ich wusste, dass du traurig warst. Und ich konnte auch nichts tun, damit es dir besser geht. Exactly. Niemand kann dich so sehr verletzen, wie ein Freund es vermag. Aber jetzt versteht ihr euch und das ist alles, was zählt.
Jetzt seid lieb zueinander, hört ihr? I'm sorry. Es tut mir wirklich leid, Emil. Na, na schon gut, abgesehen davon hast du mir das Leben gerettet. Wenn du nicht in den Weg gesprungen wärst, hätte die Bestie mich beim lebendigen Leib gefressen. Emil. Also gut, Jungs, spart euch das auf, bis wir wieder in der Stadt sind. Kommt mit. Ja, und Tress hat Geld entdeckt. Das freut mich sehr. Zur Kathedrale gehen. Ja. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, weil ist schon wieder ganz viel Zeit vergangen. Ja, und ja, für mich Ende der Aufnahmesession für heute. Morgen muss ich wieder arbeiten gehen. Also nächstes Mal bin ich wieder sehr verpeilt, weil ich nichts mehr weiß. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.